Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind auf dem Weg, um uns nächste Drachen quasi anzuschauen und zu besiegen. Und dafür müssen wir uns ein bisschen den Weg freikämpfen. Ja, und wieder einmal sind die Hauptgegner Orks. Und das in Hülle und Fülle. Davon sind ja insgesamt, glaube ich, sogar 4 Orkkrieger. Wobei zum Glück nur 3 kommen. Wartet mal, ich versuche mal wieder, ob ich hier den Ding ausnutzen kann. Das Zelt scheint gut zu funktionieren. Zum Glück. Ka-Changa! Ka-Changa! Und nochmal, einmal geht's noch. Jawohl, das lief super. Du bist. Wow, Alter. Voller Schruck. Und Ka-Changa, jawohl. Hey, das lief super. Wir haben nicht mehr Schaden bekommen. Hervorragend. Nichts zu holen. Ja, jedenfalls, wie ihr ja schon wisst, einen Drachen haben wir schon über den Jordan geschickt und somit zurück zu Belia, in sein Höllenreich. Und da warten aber immer noch 3 darauf, dass wir dasselbe mit ihnen auch machen. Ka-Changa. Na los, komm her. Ka-Changa, jawohl. Wieder ohne Schaden. Ich freue mich. Ich erfreue mich. Ah ja, da drüben, ne? Da ist, glaube ich, auch alles voll mit Orks. Es sind halt leider alles Erfahrungspunkte. Ich hoffe, wir schaffen es wenigstens, in die Nähe eines Drachen zu kommen. Aber so wie es ausschaut, sind wir wieder voll Gas damit beschäftigt, Orks zu töten. Uka-Chaka, Uka-Chaka, Uka-Chaka. Bau, 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 bau. Ka-Changa. Oh, nochmal Ka-Changa. Jawohl, der erste ist erledigt. Wow. Der zweite folgt schon gleich. Und Ka-Changa. Jawohl. Läuft. Perfekt. Lala. Lalila. Horuk. So ja. Die Waffe nehmen wir natürlich mit. Auch wenn sie nicht viel wert ist, aber was soll's. Wir haben ja sonst zu wenig Müll im Inventar. So, ihr 2, 3, 5 Hampelmänner. Wow. Okay, der Schamane, ne? Geht mir am Nerv. Wow. Zuerst die Krieger deppen. Wow. Zuerst. Und Ka-Changa, der ist hin. Jetzt kommt der nächste Krieger. Komm, Ka-Changa, Ka-Changa und boom aus. Und jetzt der Schamantrottel. Bam, bam, bam. Ka-Changa. Fertig. So muss das ausschauen. Ja. Da vorne sehe ich schon einen weiteren Krieger und also mindestens ein Krieger und mindestens ein da ist nichts zu holen. Elite-Heini. Ein Elite-Heini. Nichts zu plündern. So. Dann looten wir mal ganz fix. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, jawohl. Was liegt hier rum? Ja, ja, das habe ich schon befürchtet. Ich hoffe, ich überlebe das. Mit ein bisschen Glück. Wow. Mit ein klein bisschen Glück. Jawohl. Genau das wollte ich eigentlich haben. Alter, das lief super. Boah, die Klaue ist ganz schön... Wow. ja, nimmt man jetzt mal einen, also... Ja, wie soll ich sagen, nimmt man nicht im Voraus auf, hungert die Klaue Belia ja direkt nach Orkblut. War's das schon? Oh, die Höhle ist auch verschüttet. Aha. Okay, was haben wir hier? Zu weit entfernt. Ja, aber... Aha, von der Seite vielleicht. Und jetzt? Aha, jetzt geht's ja auf. 250 Goldmünzen. Ein Dolch? Weil, ich glaube, das waren... Was waren das? Das Schwarze. Wieder so eine Perle, glaube ich, ne? Jesus und Maria. Also, wow. Das war super. Ich glaube, das war eine schwarze Perle. Hey. Ja, da. Schwarze Perle. Keine Ahnung, wofür wir die noch brauchen können, aber ich bin mir sicher, wir werden es noch früh genug erfahren. Oder auch nicht. Da, haha. Ja. Schauen wir mal.
Oh, ich muss mir das abgewöhnen mit dem. Schauen wir mal. Wir werden es herausfinden. So. Da oben steht keiner, oder? Nein, ich glaube nicht. Was haben wir da? Aha, das sind die nächsten Ork-Krieger. Ich sollte vielleicht mich mal ein bisschen stärken. Mit einem Heilzauber vielleicht. Was haben wir da? Leichte Wunden, gerne. Moment, ich muss kurz die Tastatur verschieben. So, nicht, dass man es hört. Tadam. Also es könnte sein, dass man es hört, darum möchte ich es gern vorwarnen. Sprechen kann ich heute auch nicht mehr. Da wartet auch noch der Gildebart auf mich. Haha, das wird eine Gaude. Aber heute bin ich ein bisschen müde, muss ich sagen. Komm her. Trottel? Na wird ja. Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr heute. Katschanga. Und nochmal. Komm. Katschanga. Komm. Und Russel. Nicht Russel. Oh doch jetzt. Was willst du? Da. Kriegst mal ordentlich Ork. Alter, wie laut. Ork gut durch, ne? So wollte ich eigentlich sagen. Dam-di-da. Dam-di-da. Also wenn ich mich mal verspreche oder mich verlesen tun sollte, was ja nie der Fall ist, das ist ja Premiere hier heute, bitte seid so lieb und vergebt es mir. War das jetzt Deutsch? Bitte seid so lieb und vergebt es mir. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und nicht so... Uka-Chaka, Uka-Chaka, jawohl. Komm her. Komm her. Na, Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ja, ist es schon gut. Du kommst ja auch dran. Jawohl, der ist schon weg. Und der zweite wird gleich folgen. Komm. Jawohl. Wir hatten doch... Boah, die Waffe. Die Waffe. Boah. Da hat ihn doch glatt der Schlag getroffen. Boah. Die andere ist, glaube ich, ins Wasser gefallen. Die andere Waffe halt. Da ist nichts zu holen. Ja. Das sieht man auf den ersten Blick. Der ist arm wie eine Kirchenmaus. Wie, zum Friedhof können wir auch nicht mehr? Jupp, zum Friedhof können wir auch nicht mehr. Da drüben war mal ein Ork-Friedhof. Der ist jetzt für Touristen, wie wir sind, geschlossen. Ja. Und ich merke gerade, wie ich langsam immer munter werde. Immer mehr munter werde. So. Jetzt wird auch mit dem Sprechen besser, hoffe ich mal. Ta. So, dann gehen wir doch mal was saufen. Bröstelchen. Auf euer Wohl, ihr Lieben. So, ja. Und dann essen wir noch schnell was. Ich würde sagen, so, jawohl. Und dann tun wir die Waffe gleich zücken. Warane, ne? Feuerwarane vor allem. Schutz vor Feuer wäre wieder gut, ne? Aber fällt das, ich weiß es immer noch nicht, fällt das jetzt unter Drachenmagie? Das Feuer? Boah, nicht so stürmisch. Warani, komm her. Kommt, gestorben. Toll, jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals. Hervorragend. Jawohl, der ist einmal Geschichte. Ah, kratzen muss ich mich auch. Toll, jetzt habe ich alle Zustände. Flöhe, Frosch im Hals, Faultier-Syndrom. Super, da muss ich husten auch gleich. So, beim Lachen verschluckt, so ist richtig. Alter Schwede. Ja, ja, ich sehe schon. Ich habe eh gespeichert, ne? Magst du das mal Katschanga, bitte? Geht ja. Da muss ich unbedingt umrüsten. Warte mal. Nicht zu hastig, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Entschuldigung für den Hustenanfall gerade eben. Das war nicht meine Absicht. So. Aber keine Sorge, gesundheitlich geht's mir gut. Kein Frauenschnupfen in Sicht. Alles prima. Nur leicht, wie gesagt, bäh. Bisschen müde. So. Dam-di-da, dam-di-da. Dass ihr jetzt nicht glaubt, die alte Zockerbraut da hat einen Dachschaden oder so. Naja, jetzt kommen dann alle Warane, sicher.
Wow. Ja, sag einmal, Klaue Belias, konntest du es nicht früher auch schon machen? Hätten wir fast keinen Schaden bekommen, Frechheit sowas. Und die anderen Varane sind normalerweise Kindergeburtstag. Komm her, sauf ich. Außer, jawohl, so muss das ausschauen. Und, perfekto. Da drüben krebst auch noch einer rum. Komm her, du Saukerl. Und bam. Na, das war ein Schuss. Wow. Ich wollte gerade sagen, es war ein Schuss in den Ofen. In dem Moment trifft ihn der Schlag. Sehr schön. Ja, da haben wir ein paar Kräuterlis für uns. Die können wir eh brauchen. Da. Jawohl. Dann geht's da oben weiter rauf. Dararam. Oh, da ich was liegen lassen. Eine Steintafel. Die brauchen wir schon. Dararam. So, Heilkraut ein Haufen. Heilwurzeln ein Haufen. So ist das schön. Warte mal, gibt es da hinten oben nicht auch noch was? Also damals war hier eigentlich nichts. Mal schauen, ob sie jetzt was versteckt haben. Nein, alles gut. Alles prima, alles gut. Okay, dann die da. Jetzt muss ich mal kurz glubschen. Wie spät haben wir es schon? Okay, wir haben noch Zeit. Alles gut. Alles prima, alles gut. Mit ein bisschen Glück nämlich schaffe ich es heute zu einem weiteren Drachen. Damit, ja, hätten wir dann auch schon zwei. Aber ob ich den jetzt ganz allein besiegen kann, ist die Frage, weil dieser Piff ist... Ja, dieser Pief-Tatar ist fort und so. Der hat sich schön von mir bezahlen lassen und hat dann das Weite gesucht, dieser Mistkerl. Ich bin mir aber recht sicher, dass es sich hierbei noch um einen Bug handelt. Ah ja, und da sehen wir auch schon, dass wir ganz in der Nähe eines Drachens sein müssen. Denn, was steht da vorne? Richtig, ein Echsenmensch. Kein Problem für uns, den kriegen wir klein. Aber trotzdem ist das, ja... Ist das halt so. Hallo Exi. Kuckuck. Kuckuck. Alter, bist du blind? Komm her, sauf ich. Bam. Ja, ja. Kannst du knurren, wie du willst. Wow. Also ich muss sagen, mit der Mod schauen die Viecher echt toll aus. Und fort ist die Waffe. Schauen die Viecher echt nicht mehr so schlecht aus. Ich meine, ja... Schönheit, einen Schönheitspreis werden sie so und so nicht gewinnen, aber... Oh, Gottes Willen, das sind zwei. Bäh. So. Katschanga, komm. Katschanga. Katschanga. Alter, Alter, Alter. Die sind stark. Stärker als die Ortsträger. Jawohl, der erste ist weg. Der zweite auch, sehr gut. Schnell die Waffe sammeln. Hui. Da ist nichts zu holen. Passt. Die Waffen sammeln wir ein. Halleluja. Also ich habe jetzt gerade echt schwarz gesehen. So. Boah, da gehen die Tränke weg. Aber wir machen sowieso noch irgendwann mal einen Großeinkauf. Und die Erfahrungspunkte, die wir hier so aufschnappen, die werden sowieso auch fürs Tränkebrauen dann, also das ist mein Ziel, also mein Plan, verwendet, also ja, werden wir dann einen guten Bestand haben, bis wir zum Endgegner aufbrechen. Also keine Sorge. So. Gut, da drüben den einen haben wir jetzt geklatscht. Wer hier irgendwas versteckt? Nö. Früher waren hier mal Bluthunde, jetzt sind hier Echsenmenschen. Hallo, zweimal, genau, wieder zweimal. Sehr schön. Vielleicht können wir den ersten gleich wegklatschen. Komm, wir sterben. Jawohl. Ha, ha. Ha, sehr schön. Das lief besser als gedacht. So, leider muss ich trotzdem noch was trinken. Boah, das hält auch gar nichts mehr, ne? Da, wieder speichern. Tschack, tschack. Und weiter geht's. Also normalerweise. Jetzt werden wir gleich wieder angegriffen, schätze ich. Da oben in der Richtung müsste einer sein und da drüben müsste einer sein, drachenmäßig. Komm her, du Echsenheini. Exi? Kuckuck.
Komm her. Ja, zieh dich. Und Kachanga. Perfekt. Es ist nur die Frage, ob es die Brücke noch gibt. Zu dem Drachen. Ich glaube, da drüben war Feuer und da ist, glaube ich, Steindrache. Bin mir gerade nicht sicher, aber mir kommt es irgendwie so vor. So. Es ist dann nur die Frage, ob man diese Biester mit dem ja, gegengesetzten Element leichter besiegen kann. Aber ich glaube schon, dass da oben ein Drachenhort war. Boah, ich glaube, der hat einen fahren gelassen. Schaut mal, wie es da nebelt bei dem. Hallo. Komm da her. Kachanga, bitte. Kachanga, bitte. Jawohl. Nochmal wäre nicht schlecht. Und einmal vielleicht noch. Oder einfach so. Ja, das geht auch. Sehr schön gemacht. Ich sage, wir kriegen jetzt Erfahrungspunkte. Das ist ja gleich ein Wahnsinn, ne? Hier war übrigens mal ein Steingolem. Ach du Heilige, da sind die gleich drei von diesen Mistviechern. Jesus, na. Wie macht man das? Da wäre schon bald ein Zauber nicht schlecht, weil ich glaube, umrotzen, da brauche ich ganz schön viel Glück, dass das gut geht. Aber probieren geht über studieren, heißt es immer, ne? Ja, Mami. Hallo. Trottelverein. Das Wasser da ist auch ziemlich laut, ne? Die grunzen wie ein Schwein. Komm her, du Trottel. Ja, schau. Oh, zwei. Hoppala. Bam. Batsch. Boing. Kachanga. Ah, Lord, der ist schön gestorben. Wow. Den hat auch gewaltigster Schlag getroffen. Sehr schön, da bleibt nur mehr einer über. Das ist fein, das lief super. Und da oben, weiß nicht, ob man schon erkennt, dass da oben war mal ein Herrenhaus, wenn man so will. Auch eine kleine Burg, die der damalige Herrscher über das Minental quasi hatte. Ich glaube, so war das geschichtlich. So. Da, langsam. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Das ist ein Einzelner? Ja. Na komm her. Kachanga. Perfekt. Weil dann werden wir einfach im nächsten Part, werden wir uns dann dem Drachen stellen, der da oben ist. Ich hoffe echt, ich überlebe das. Ey, das wäre so bitter. Jetzt wo Biff nicht mehr da ist. Und eigentlich, das könnte ich auch erzählen, eigentlich gehört das Gebäude da oben gehört jemand. Einen sehr guten Bekannten von uns, nämlich Lester. Einen weiteren Überlebenden, sage ich mal. Ein Steingolem. Oh, wie niedlich. Ein weiterer Überlebender vom, ja, von der damaligen guten, naja, gute alte Zeit kann man jetzt sagen, von der damaligen Zeit im Minental. So, ich probiere den noch umzuklatschen. Möge Helias Klaue mir helfen. Geil. Also das ging super. Hey, ein Herz. Ein Steingolem-Herz. Schön. Dann zücken wir gleich nochmal die Waffe. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Ich glaube, wir sind fertig. Nein, da ist noch wer. Hallo, Echsenheini. Komm her. Und bam, zack, brack, kaboom, tschack, brack. Und Clash, boom, Chepper. Jawohl. Perfekt. Da ist nichts zu. Wieder speichern. So ist fein. Und dann ein Glubschi auf die Uhr. Aha. Ja, der Part ist auch zu Ende. Alter, was ich heute. Oh, 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 oh. Ihr Trotteln. Jawohl, der Echsenhain hat es geschafft. Komm her, du Depp. Komm, wir sterben. Perfekt. Die Waffe ist mein. So, jetzt bist du dran. Boah, hoffentlich kriegen wir da Kawatschen. Ich reich den nicht mal. Wow, da kommt ein Echsenhaini.
Der muss zuerst weg. Bam, bam, boing, chepper, flash, boom. Was, der hat's überstanden? Wo ist die Waffe? Hier. Boah, das hat uns ganz schön gekostet, ne? So, einmal schnell trinken. Der Golem, der muss weg. Der muss noch drauf gehen für heute und dann waren wir eh schon brav. Ah, jo, Madonna. Bam. Bam. Und bam. So, gespeichert habe ich? Weiß gar nicht. Einmal noch sicherheitshalber. Bam. Vielleicht kann ich ihn irgendwie umgehen. Habien gibt es da auch noch. Bam. Jawohl, perfekt. Alter, da sind Habien auch noch. Ich kann gar nicht aufhören dabei zum Zocken, ey. Ich will aber Schluss machen für heute. Du blöde Kuh. Ist jetzt Ruhe? Nichts zu plündern. Oh, ist Ruhe. Passt. Dann würde ich sagen, wir belassen es heute mal dabei. Im nächsten Part nehmen wir uns auf jeden Fall die Habien da drüben noch vor. Und wir werden das Gebäude hier erklimmen, denn da oben müsste irgendwo der Hort eines weiteren Drachen sein. In Klammer hoffe ich doch, dass ich mich da nicht verdue. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!